Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit Familie Braun. Bernd Braun, seiner Frau der Jessica und den drei Kindern Brandon, Erik und Beatrix. So, dann gehen wir mal rein. Unser Bernd ist ja natürlich gerade auf der Arbeit. Jessica ist hier unten und spielt mit der Beatrix. Und ich habe jetzt hier quasi so mir selbst mal die Aufgabe hier gegeben, dass Beatrix sich mal besser mit der Familie versteht. Unsere Kleine, unsere Jüngste, die im Grunde auch heute noch morgen quasi Geburtstag hat. Die versteht sich mit keinem der Familienmitglieder so richtig, außer mit der Bonnie. Aber die Bonnie ist ja schon ausgezogen, die ist ja schon erwachsen jetzt. Und mit der Mama ist sie gar nicht befreundet. Deswegen lasse ich die beiden hier mal draußen einfach Ball spielen, damit die jetzt hier mal sich ein bisschen, befreunden eben, ne? So, dann gucke ich mal, was die beiden Jungs noch machen. Brandon schläft und Erik, der lernt immer noch. Was lernst du nochmal? Erziehung, habe ich ihm schon mal gesagt. Darf er schon mal üben oder lernen eben. Ja, genau. Wann kommt unser Bernd nach Hause? Oh Gott, Bernd ist voll müde. Oh mein Gott. 22 Uhr, okay. Dann wird er sofort ins Bett geschickt, der Junge. So, hier, wir haben ja natürlich Samstag hier und von daher muss keiner unbedingt ins Bett. Und irgendwie ist es ja auch witzig, dass die beiden hier im Schlafanzug draußen Ball spielen eben. Das Lebensziel von unserer Jessica, das braucht halt noch ein bisschen. Sie möchte ja 6 Enkel haben. Und Bonnie ist ja gerade mal erwachsen. Sie ist ja noch nicht mal verheiratet. Und oh Gott, Brandon braucht noch 6 Tage, bis er überhaupt erst einmal erwachsen ist. Also, ich weiß nicht, ob wir ihr Lebensziel erreichen werden. Ich finde, das ist echt ein nicht so einfaches Lebensziel. Du musst selbst ganz, ganz fix Kinder kriegen und die schnell erwachsen machen. Telefon? Ja, Telefon. Hört mal jemand ans Telefon. Oh, Brandon, du könntest ausgeschlafen sein. Genau, geh du mal. Geh du mal hin. Oh, Erik weiß jetzt, was Babys so brabbeln. Okay, dann könntest du noch ein bisschen Fernsehen gucken, weil du ein bisschen Spaß brauchst. Ich gucke gerade nochmal. Musik und Tanz wäre zwar sein Hobby. Es ist ein schöner Tag und wir können uns auf einen wolkenlosen Himmel freuen. Yeah. Okay. Oh. Ich glaube, da oben ist unsere Toilette kaputt. Brandon, kümmere dich mal bitte darum. Danke. Okay, so Brandon mag auch Musik und Tanz. warum kann ich denn jetzt... Hä? Ah, okay. Und danach kannst du ruhig Geige weiterspielen. Geige im... Noch ist es schön und trocken, aber im Verlauf des Tages kann es zu leichtem Schneefall kommen. Erik, könntest du bitte mal aufhören, den Wetterbericht zu gucken? Es gibt doch bestimmt andere Sachen da drin. Was Interessantes vielleicht. Was haben wir denn umschalten auf? Dance TV. Du magst doch tanzen. So, Beatrix, warte mal, du kannst zurück erst nochmal was essen und danach ins Bett gehen. Wer ist denn... Warte. Wer ist denn da in ihrem Bett? Wer ist da in ihrem Bett? Oh Gott, Bernd ist nach Hause gekommen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und er hat es nicht bis nach oben geschafft. Echt jetzt? Ach, Bernd. Du bist lustig. Okay, also komm, steig mal aus dem Bett deiner Tochter raus und geh dann erstmal auf Toilette. Und dann kannst du ruhig hier nach oben gehen. Oder magst du gerade nicht mit deiner Frau ins Bett? Doch, jetzt ist er nicht mehr wütend auf sie. Okay, dann sollte es wieder funktionieren. Brandon spielt und lernt Kreativität hier oben. Erik schaut weiterhin Fernsehen. Wobei wir mit
dir vielleicht wirklich nochmal ein bisschen was machen könnten. Ja, komm. Tanz mal ein bisschen, dann schaffen wir ein bisschen deine Begeisterung für Tanzen. Und, Beatrix ist draußen essen gegangen. Naja, an einem lauen Tag. So, bist du fertig, dann kannst du es gerne abspülen. Und danach hochgehen ins Bett. So, schlafen. So, Bernd sieht man hier im Hintergrund. Geht ins Bett. Sehr schön. So, unser Brandon. Du kannst dann mal auch was essen gehen. Ich denke, es sollte noch was im Kühlschrank sein. Wer ist das denn? Sultan, okay. Sollte ich eigentlich für diese Familie auch ein Tier adoptieren? Ja, ich habe ja so ein paar Familien, die Tiere züchten und von daher irgendjemand muss diese Tiere ja adoptieren. Also, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Es würde theoretisch wirklich ein Tier reinpassen. Ich muss mal gerade überlegen, wo man denn so die Sachen hinstellen könnte. Hier, nee, da ist ein Bücherregal. Ja, wir schauen mal. Okay. Ich glaube, Erik, du darfst jetzt dann auch noch mal eine Runde essen gehen. Und danach kannst du noch mal kurz auf die Toilette und dann ins Bett. So. Sonntag können sie ja alle jetzt ausschlafen. So, ich spule mal ein bisschen weiter vor, weil sie ja fast alle jetzt schlafen. Bis auf die Jungs. Brandon ist der Einzige, der eigentlich jetzt hier noch wirklich wach ist. Was machst du? Oh, mit Karen chatten. Okay. Jetzt muss ich mal aber gerade noch mal bei ihm gucken. Haben wir mit dir... Ja, wir haben mit dir schon Dates gehabt. Mehr oder weniger erfolgreich. Es wäre ganz günstig, wenn wir noch ein paar kennenlernen würden. Okay. Naja, gut. Wenn jetzt Erik nicht müde gewesen wäre, hätten wir mal ein bisschen ausgehen können. Aber alleine will ich jetzt mit ihm auch nicht gehen. Oh, guck mal, die beiden vertragen sich wieder. Yeah. Juhu. Die schlafen wieder kuschelnd im Bett. Das ist sehr schön. So. Aber du darfst dann mal ins Bad und dann kannst du uns mal Frühstück servieren gehen. Weil wir haben kaum noch was im Kühlschrank. Machen wir ein paar Omelettes vielleicht. Okay. Beatrix? Oh, wow. Beatrix kann jetzt gleich auch wieder aufstehen. Also mit der Mama hat sie sich jetzt befreundet. Mit dem Erik eigentlich auch so ein bisschen. Es fehlt auf jeden Fall Brandon. Und Brandon ist ja momentan auch noch wach. Also arbeiten wir doch daran weiter. Ich lasse sie erstmal ins Bad gehen. Und dann können die beiden doch eigentlich mal auch nochmal Ball werfen gehen. So, Jessica geht jetzt erstmal ins Bad. Jupp. Okay, sie geht duschen, nicht baden. Okay. Naja gut, also in Brandons Zimmer könnte mal jemand das Bett machen. Unser Bernd. Ja, wird bald auch noch aufwachen. So, habt ihr zwei schon? Nee, unsere Kleine ist gerade auch noch im Bett, Bad. Und mal gucken, ob der Bruder mitkommt. Komm, geh mal mit ihr Ball spielen. Na, na, na.
So, sie fragt ihn jetzt zumindest mal und er, ja, nickt zumindest. Der Tisch, der Stuhl ist ja nicht im Weg. Oh. Okay, nochmal. Spielen, Ball werfen. Na? Okay, war nichts im Weg. Das ist manchmal... Oh, ist jetzt die Treppe im Weg? Oder war Beatrix im Weg? Nein, komm, geh ihr hinterher. Okay, super. Heieiei. So, ich glaube, jetzt hat es funktioniert. Okay, unsere Jessica macht Omelettes. Erik schläft noch. Und unser Bernd, der darf jetzt auch endlich mal aufwachen. So, dich schicke ich auch nochmal ins Bad. Und danach kannst du runterkommen zum Essen. Ja, okay, du bist dann einfach mal hier. Jessica, du brauchst nicht unbedingt draußen alles. Naja, egal. Leg das, den Rest kannst du... Den Rest kannst du weglegen. So, einmal Reste weglegen. Und dann kannst du hier einmal das essen. So, die beiden spielen hier draußen. Sehr schön. Und Bernd kommt hoffentlich gleich runter. Oh, er braucht noch ein bisschen. Mist. Brandon? Quatsch. Erik. Erik ist gleich ausgeschlafen. So. Ach. Erik, du könntest mal jemanden anrufen. Ich guck mal ganz kurz in deiner Liste nach. Oh mein Gott. Die Lise vielleicht. Er hat nämlich kaum Freundschaften, deswegen sollte der das ein bisschen mal aufputschen. Jessica, wo gehst du hin? Ah, du willst auch einen Computer. Okay. E-Mails abrufen. Na, dann mach mal. Ich guck mal, was können wir denn wieder mit dir machen? Sie hat keine neuen Mails. Du könntest Schach spielen. Upsa. So, Lise rufen wir an, plaudern. Einmal Schach spielen. Ja, das ist doch auch dabei, oder? Spiele und da ist eine Schachfigur. Also dann würde ich mal sagen, das sollte auch mit dabei sein. So, Brandon und Beatrix. Mhm. Die spielen auch immer noch so schön. Wobei, warte mal. So, wo sind wir denn? Oh, vier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er kann ja seine Schwester absolut nicht ausstehen. Das ist ja echt krass. Sie passiert immer an 28. Ja, das ist vielleicht Hammer. So, Bernd, könntest du mal das Zeug hier aufräumen? Wärst du mal so lieb? Und da draußen das vielleicht auch abspülen und dann kannst du das noch weglegen. Und dann kannst du auf die Toilette. Und irgendwie bräuchtest du dann ein bisschen freundschaftsmäßig irgendwas. Oder könnten wir doch zum Beispiel die Beatrix Wandervogel mal anrufen. So. Dann. Ja. Dann würde ich sagen, Brandon könnte jetzt mal was essen. Und danach auch mal ins Bad. Und Beatrix. Beatrix könnte mit der Mama Schach spielen gehen. So. Perfekt. Noch ein bisschen die Mama besser kennenlernen sozusagen. So, unser Bernd, der ist in der Küche und warum benutzt du unsere Spülmaschine nicht? Na, die ist aber ganz. Nicht, dass sie defekt wäre oder so. Okay. Er guckt so und geht ganz langsam und... Oh, jetzt geht er mal auf die Toilette. So, okay. Erik, wow, Erik, du telefonierst immer noch. Oh, jetzt legt er auf. Okay, ah, mit Lisa hat es doch irgendwie gerade gehabt. So, du kannst mir noch mal eine kurze Dusche nehmen. Und danach würde ich sagen, darfst du irgendwas... jo, wie wäre es mit Klavier spielen? Warum jetzt eigentlich hier eine Harfe? Ich habe nie eine Harfe gesehen. Gibt es da vielleicht in einem Addon, das ich vielleicht doch nicht habe? naja. Eine Harfe. Oh, unser
Unsere Gärtnerin ist da, super. Da brauchen wir also kein Unkraut jäten. Das ist doch super. Okay. So, ja, wir haben jetzt gleich 10 Uhr hier. Das heißt für mich, dass wir gleich den Part beenden. Er ruft noch Beatrix direkt an. Einmal plaudern mit ihr. Und Jessica und Beatrix, also unsere Beatrix hier, die spielen miteinander jetzt. Die bauen ihre Freundschaft ja immer, immer mehr aus. Das finde ich auch richtig, richtig super gut. Und Brandon, hatte ich eigentlich schon gesagt, dass du ins Bad solltest. Hatte ich doch eigentlich schon. So, okay. Und Eric, der spielt jetzt ein bisschen Klavier. Und ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Lass es dir gut gehen. Und das nächste Mal gehen wir dann hier nach drüben zu Familie Ottomars, wo die Sonja immer noch Vampir ist. Also dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.